Hier sehen Sie den besten Geländewagen der Welt. Zumindest war das die Vorgabe der Entwickler. Jetzt wurde sie vorgestellt, die vierte Generation des Range Rover. Ob er wirklich der Beste in seiner Klasse ist, wir schauen mal drauf. Der Brite ist bis auf die Motoren von Grund auf neu konzipiert und orientiert sich an Luxuslimousinen. Das Innenleben wie eine Folge aus schöner Wohnen. Edles Holz, nobles Leder, modernstes Infotainment. Und auch das Platzangebot, eine Riesensache. Obwohl die Außenabmessungen nicht verändert wurden, hat sich dank des verlängerten Radstands der Innenraum deutlich vergrößert. Wer hinten sitzt, freut sich über 12 cm mehr Beinfreiheit. Abgespeckt hat der bullige Brite auch. Seine Karosserie ist komplett aus Alu gefertigt. Die Rohkarosse leichter als ein BMW 3er. Insgesamt verschlankt sich der Range um satte 350 Kilo. So viel leichter ist der luxuriöse SUV ein echter Sportwagenschreck. Vor allem mit den 510 PS der Top-Version 5.0 V8 Supercharged. Aber er will ja der beste Geländewagen sein. Und was kann er da? Mit programmierter Luftfederung geht es eine Etage höher. In der höchsten Stufe hat der Range 303 mm Luft unter den Differentialen. Ein Spitzenwert. Neu ist die Automatikfunktion des Terrain Response Systems. Automatisch nimmt es Einfluss auf Gas, Lenkung und Schlupfregelung. So klettert das Dickschiff lässig über jedes Hindernis, wie es sich für einen Range Rover eben gehört. Einen besseren Mix aus Komfort, Platz, Luxus und Offroad bietet kaum ein anderer Geländewagen. Aber es ist auch kaum jemand teurer. 113.600 Euro für ein Grundmodell.